Ja, Berlin steht vor ganz großen Aufgaben und wir sehen die Neuwahl als eine Chance dafür, dass sich die progressiven Kräfte dieser Stadt auch noch mal zu Worte melden, um eine Beratungsleistung zu geben, um ihr Wissen zu teilen und um die gesamte Stadtgesellschaft, auch gerade die zivilgesellschaftlichen Initiativen, die Verbände, die wichtigen Organe dieser Stadt zusammenzubringen und den Dialog zu eröffnen. Denn die Aufgaben sind vielfältig. Wir müssen gemeinsam daran arbeiten, um Berlin zu einer lebenswerten und klimagerechten Stadt zu machen, auch für die nächsten Jahre, die da kommen. Die Berlin-Plattform hat sich im letzten Jahr gegründet, um erstmal Informationen zu geben, Transparenz herzustellen über Prozesse der Stadtentwicklung und der Transformation in Berlin. Eine Plattform auch im Internet zu bieten, wo Menschen sich informieren können, wo ein Dialog eröffnet werden kann und die vielfältigen Themen und die Komplexität der Fragen einer nachhaltigen Stadtentwicklung in Berlin einen Ort gefunden haben, wo sie diskutiert und weiterentwickelt werden können. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, um die großen Fragen der Stadtentwicklung über viele Köpfe und das breite Wissen und die Fachexperten, die in dieser Stadt aktiv sind, auch bündeln und vermitteln zu können. Da sehe ich dringenden Handlungsbedarf, dass die Politik Rahmen schafft, dass wir alle zusammenkommen können, wir Menschen, damit wir uns austauschen können, damit wir Lösungen entwickeln können, damit wir mitentscheiden dürfen. Wir wissen ja teilweise gar nicht, was alles passiert, dass wir wirklich mitentscheiden dürfen. Und das halt wirklich dort, wo wir leben, also in der Nachbarschaft, im Kiez, dass wir da die Orte haben, dass wir da begleitet werden, dass wir da auch aktiv werden dürfen, um halt auch diese Bürgerschaft, das bürgerschaftliche Engagement mal richtig zu heben. Also dass wirklich alle loslaufen können und nicht nur die paar Privilegierten, die sich das leisten können. So kommen wir als Gesellschaft nicht zusammen. Und so schaffen wir es auch nicht, die ganze Stadt irgendwie zum Loslaufen zu bewegen. Ja, in der Umsetzung, glaube ich, ist das Problem, dass wir eigentlich, also wir wissen alles. Wir wissen, 80% des Weges kennen wir. Wir müssen ihn nur machen, wir müssen nur voranschreiten. Meine Vision wäre, dass wir 2% des Invests der öffentlichen Hand in Zukunft stecken. Das wären dann 10% der öffentlichen Investitionen. Die würden 20% Zulage kriegen, also Innovationsschub. Und die müssten dann aber auch echte Innovationen liefern. Also wir müssen so einen Reallabor-Kontext aufbauen. Und das müssen 10% der öffentlichen Investitionen tun und die kriegen 20% mehr Geld und am Ende sind das 2% mehr Investitionen, die überhaupt nicht auffallen im Invest der öffentlichen Hand. Das wäre meine Vision und dann kriegen wir einen richtigen Schub in die Szene. Dann müssen alle mitmachen und dann gibt es Bewegung.